Hans-Georg Maaßen hat es jetzt tatsächlich getan. Er hat Nägel mit Köpfen gemacht, ist aus der CDU ausgetreten und hat jetzt sogar seinen Mitgliedsausweis durchgeschnitten und Friedrich Merz einen donnernden Brief geschrieben. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir werden uns den Brief gleich zusammen angucken. Hier sieht man den Mitgliedsausweis der CDU, der Christlich-Demokratischen Union, und daneben die Schere von Hans-Georg Maaßen und den Beitrag, den er da auf Twitter vor einigen Tagen verfasst hat. Und hier sehen wir jetzt das offizielle Dokument, welches er hier verfasst hat, um eben Friedrich Merz und der CDU seinen Austritt aus der Partei zu erklären und gleichzeitig eben die Neugründung der Werteunion, die so spannend auch wird, für das ganze Parteispektrum in Deutschland zu erklären. Er schreibt hier: Sehr geehrter Herr Merz, die CDU, in die ich vor Jahrzehnten unter Helmut Kohl eintrat, war die Partei, die für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und für die Wahrung der Interessen des deutschen Volkes eintrat. Es war die Partei, die sich für Meinungsfreiheit, Medienpluralismus, ein ganz wichtiger Punkt, freie Wissenschaft und Bildung und gegen jede Art der Ideologisierung unserer Gesellschaft aussprach. Vor allem war es die Partei, die unerschrocken und ernsthaft gegen jede Form des menschenverachtenden Sozialismus kämpfte, egal ob der Sozialismus braun, rot oder grün war. Die heutige CDU, die von Angela Merkel geprägt wurde, hat diese Werte aufgegeben. Mehr noch, sie vertritt Positionen, die unvereinbar sind mit einem freiheitlichen und christlichen Menschenbild. Die heutige CDU ist eine Variante der sozialistischen Parteien und keine Alternative dazu. Die heutige CDU ist hauptverantwortlich für die Migrationskatastrophe, für die unverantwortliche Energiewende, die Abhängigmachung von Russland durch die Merkel-Regierung, die desaströse Bildungs-, Familien- und Wirtschaftspolitik. Aber vor allem ist sie verantwortlich für die Erosion von Rechtsstaat und Demokratie, für Brandmauern, für die Ausgrenzung und die politische Benachteiligung Andersdenkender. Boah! Das hat gesessen, muss ich sagen. In diesem Satz hat wirklich Hans-Georg Maaßen alles gesagt, was mit der CDU aktuell falsch läuft. Ja. Die heutige CDU arbeitet mit den Extremisten der grünen Ideologie und mit der SED, die Linke, zusammen. Sie, Herr Merz, sind von den Mitgliedern der CDU nicht zum Vorsitzenden gewählt worden, um diese katastrophale Politik fortzusetzen, sondern um eine Politikwende in der CDU und in Deutschland durchzusetzen. Ja, hier seht ihr den Brief nochmal, den habe ich jetzt gerade hier vorgelesen, die erste Seite. Und ich würde mal sagen, lesen wir auch noch die zweite, die ist nicht mehr ganz so lang, aber ich finde, es lohnt sich. Die Werteunion, ihre Kreisvorsitzenden und Unterstützer, hatten Sie bei der Mitgliederversammlung unterstützt? Ich muss feststellen, dass Sie den Kurs der Merkel-Union in Richtung Neosozialismus nicht nur fortsetzen wollen, sondern dass durch Ihre Politik der Brandmauern, Ausgrenzungen, Parteiausschlussverfahren und Unvereinbarkeitsbeschlüssen Sie für sich und die CDU die Entscheidung getroffen haben, jeglichen Kurswechsel und eine Politikwende insgesamt zu verhindern. Dieser Weg ist ein Verrat an den Werten der klassischen CDU. Und bevor ich jetzt den letzten Absatz hier noch vorlese, muss ich ja sagen, so ganz recht hat Hans-Georg Maaßen hier in einem Punkt nicht. Denn einen Unvereinbarkeitsbeschluss, auch wenn es diesen tatsächlich gab, gibt es ja aktuell in Richtung der SED, also in Richtung der Linken und so weiter, nicht mehr so wirklich. Wenn wir uns jetzt hier nämlich zum Beispiel auch weitere Artikel anschauen, ich habe jetzt zum Beispiel neulich das Ganze ja schon im Spiegel nachgelesen, hier ist nochmal eine Aufarbeitung auch in der Jungen Freiheit zu lesen, ne, wie die CDU-Koalition mit der Linken vorbereitet. Und was sehen wir denn da? Ne? Einmal natürlich den Herrn Moring, der ja schon gesagt hatte,
dass es eben, was die Linkspartei angeht, keinen Unvereinbarkeitsbeschluss mehr geben sollte. Aber auch Ramelow von sich aus ist jetzt ja auf die CDU in Thüringen hinzugegangen, ne? Und hat ja, weil er natürlich auch weiß, ich meine, die Linke in Thüringen, die ist ja viel, viel, viel schwächer noch als jetzt vor einigen Jahren. Und das heißt, Ramelow, wenn er in irgendeiner Art und Weise in dieser Regierung überleben will, dann muss er natürlich auch Schritte tun und sich der Union annähern. Und genau das hat er jetzt gemacht, ne? Und es folgte zwar keine Zustimmung, aber eben auch keine Ablehnung der Union, ne? Für Beobachter ein Zeichen, wie sich beide Parteien derzeit hinter den Kulissen auf einem weiteren Annäherungskurs befinden. Und ich finde das schon interessant, weil wenn man Merz hört, bei Mioska neulich, da hat er ja gesagt, wir gehen davon aus, dass wir stärkste Fraktion werden in Thüringen, dafür setzen wir uns ein, da hat er so richtig schön gemerzt, ne? Aber was er natürlich hier schon mal verkennt, ist, dass die CDU in Thüringen nicht stärkste Fraktion wird. Und dass man schon seinen Wählern ja auch sagen sollte, finde ich jedenfalls, also reinen Wein einschenken sollte, indem man ihnen sagt, mit wem man sich auch Koalitionen vorstellen könnte. Ja, das hat überhaupt nichts irgendwie damit zu tun, dass man sagt, wir kümmern uns nicht um irgendwelche Dinge nach der Wahl, sondern wir kümmern uns erstmal um den Wahlkampf und um das vor der Wahl und so. Nein, das ist einfach nur Fairness gegenüber den eigenen Wählern, damit die wissen, was sie erwarten können, wenn sie ihre Stimme für die Union abgeben. Aber da natürlich Merz und auch die Union in Thüringen weiß, dass sie bei einer Regierungskoalition mit den Linken eben, wenn das jetzt alle schon wüssten, weniger CDU-Leute das wählen, ja, sagen sie das jetzt eben lieber nicht. Deswegen ist es jetzt für CDU-Wähler unfassbar wichtig, nicht auf das zu hören, was Leute wie Merz und so bei Karin Mioska sagen, sondern ihr müsst immer anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja? Und wenn man jetzt sozusagen auf Ramelows Angebot hin nicht reagiert und dem weder zustimmt noch ablehnt, dann ist das doch schon eine Zustimmung. Sonst hätten sie ja gleich sagen können, nein, wir setzen uns ein für unser parteichristliches Programm und das ist unvereinbar mit dem der Linken und deswegen schließen wir eine Koalition aus. Machen sie aber nicht. Und das bedeutet, sie wollen sie sich offen halten. Und genau das meine ich mit zwischen den Zeilen lesen. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, was Hans-Georg Maaßen hier sagt. Ja, ich muss feststellen, dass sie den Kurs der Merkel-Union in Richtung Neosozialismus nicht nur fortsetzen wollen, sondern durch ihre Politik der Brandmauern, Ausgrenzung, Parteiausschluss, das hatten wir ja schon. Deutschland ist tief gespalten und der Graben wird täglich größer. Die CDU trägt mit ihren Brandmauern und Ausgrenzungspolitik maßgeblich dazu bei. Der Graben verläuft indes nicht zwischen Gut und Böse, zwischen Rechts und Links, sondern zwischen denen, die sich vorsätzlich oder aus Dummheit für eine neosozialistische Gesellschaft einsetzen, die potenziell in den Totalitarismus abgleitet und in der den Menschen vorgegeben wird, wie sie zu leben, zu sprechen, zu arbeiten und zu heizen haben, und denen, die sich für die Freiheit, für Rechtsstaat und für die Grundordnung des Bonner Grundgesetzes entscheiden. Die Werteunion und ich wählen die Freiheit und sind gegen jede Form von Sozialismus. Ich muss feststellen, dass Sie und Ihre CDU sich anders entschieden haben. Und dann am Ende, vor diesem Hintergrund erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der CDU. Mit freundlichen Grüßen. Ja, dann würde ich mal sagen, das hat gesessen. Dem kann man nichts hinzufügen. Dagegen kann man noch nicht viel sagen. Und ich muss sagen, es ist extrem gut und wichtig, dass die Werteunion sich hier von dieser CDU abgespaltet hat und dass es eben neben diesen ganzen linken Parteien eben eine weitere Partei gibt, die viel mehr fundamental vernünftige Positionen übernimmt. Und ich bin schon gespannt, das Parteiprogramm dann mal durchzulesen, wenn es fertig ist, und kann nur hoffen, dass man hier eben auch ein vernünftiges Programm aufstellt, welches eben gerade für all diese ganzen CDU-Wähler interessant wird, die vielleicht jetzt sagen, hey, da ist vielleicht doch irgendwas dran, ich sollte vielleicht doch mal überlegen, was ist denn die Konsequenz, wenn ich jetzt CDU wähle und am Ende aber
eine linksgrüne Regierungskoalition dabei herauskommt.